Moin, moin, liebe Freunde! Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 Meets Reality auf der Grünfelder Land. Ich gehe mal gerade ein bisschen ins Bad hier. Und yo! Ich habe gestern Abend noch fertig gesät, den Dinkel. Das heißt, da sind wir jetzt durch. Moment, Käffchen. Mal seinen Kaffee kann man machen. Folge war ohne, hallo. Hallo, hier ist der Norman. Moin. Ich wollte mal 10 Paletten bestellen. 10 Paletten. Ja, Paletten. So 10 Paletten. Ja, genau. 10 Paletten. Moment, muss ich gerade mal reingucken. Für dich? Ja, für mich. Dann muss ich dann Preis teurer machen. Wow. Dann fände ich was. 10 heißt 40.000 Liter, glaube ich, ja. Ja. 2. Moment. Jo, hätte ich da. Wie würde das kosten? Darauf habe ich gewartet. 1600. Moment. Dann 600 mal 10 mal 1,2. 19.000. Würde ich bestellen. Jupp. Habe ich da direkt am Palettenwerk. Kann ich jetzt schon abholen? Perfekt. Jupp. Du musst nur anrufen, wenn du dort bist. Dann schicke ich die Leute raus. Du schickst die Leute raus, nicht dass die Leute die Paletten rausschicken. Die Leute schicken dann die Paletten raus. Ah, okay. Ich schick die Leute und die Leute schicken die Paletten. Okay. 19.000 wie viel? Glatt. 19.000? Ja, normal 19.2, aber die 200, die schenke ich dir. Du bist so nett. Ja, weil du wieder so nett bist. Ah, so ein Ding ist das. Ja. Hab ich dir überwiesen. Wo ist denn das? Ich hol's dann jetzt mal ab. Jupp. Gut. Bis dann. Ich ruf dann gleich nochmal an. Jo, ciao. Hat der jetzt wirklich 1900 überwiesen? 19.000. Gut. Was ich gerade noch geguckt habe, ist... Moment, Kaffee. So. Hier, 3 Stück Zucker. Klimper. So. Gut, ich habe gerade noch mal geguckt, ich gucke gerade noch mal in den Computer rein, aber wir haben auch noch genügend Leerpaletten auf Lager. Wir haben noch 100, warte mal, 136 geteilt durch 4. 34 Paletten auf Vorrat. Das ist ganz gut. Holzkohle, Holzscheitel, haben wir nichts mehr da. Holzkohle ist voll. Okay. Das heißt, wir müssen in den Wald, aber ich muss auch noch mal kurz auch nach den Feldern gucken. Oh ja, Unkraut. Shit. Mann! Ist nicht wahr, ey. Gut, ich muss direkt... Direkt los.
Und zumindest ein Teil der Aussaat retten. Ich weiß halt nicht, ob ich mit dem Trecker mit Pflegebereifung durch die Frucht fahren kann. Eigentlich macht man das nicht. Aber ich würde gern zumindest in der Mitte vom Feld würde ich gerne noch spritzen. Ich weiß auch nicht, wie weit der Pflanzenschutz reicht, den ich eingekauft habe. Den Rocken wollte ich noch gucken. Ja, okay, da bringt nicht wirklich mehr. Die Eier. Eier sind steigend. Okay. Ne, halt, Pflanzenschutz steht da drüben. Hallo? Hallo, hier ist der Norman. Ja. Jo, könntest du einmal auslagern? Ja, ich gebe Bescheid. Okay. Gut. Anschließen. Ah. Sämtliche Maschinen von Maxi sind jetzt billiger. Das ist die Frontlader und so Technik. Müssten raus sein. Ah, direkt aus der Produktion. Ja. Ach so. Hatte ich doch gesagt. Ich war im Lager. Fast nebenan. Wie ist denn das, wenn ich mit Pflegebereifung durch die Frucht fahre? Geht die kaputt? Mit Pflegebereifung durch die Frucht. Ja. Die geht nicht kaputt. Kannst wieder auslagern. Geklappt haben. Jo, perfekt. Dankeschön. Bitte, ciao. Ciao. Okay, also er sagt, ich kann durchfahren. Dann machen wir das einfach mal und hoffen, dass es auch stimmt. Und dann muss ich rapido alle Felder Pflanzenschutz drauf knallen und auch noch düngen, weil das Problem ist ja, dass die Felder auch nur einmal gedüngt sind. Also ich musste auch noch mal drüber düngen. Ist ja noch gar nicht gewachsen.
Ist doch noch gar nicht so weit. Oder? Antreif. Doch. Hä? Komisch. Zwölf km/h nur. Warum fährt das Ding nur 12? Jetzt verballere ich den Pflanzenschutz, obwohl ich ihn hier gar nicht bräuchte, oder wie? Fangen wir mal einfach die nächste Reihe an. Hä, wo brauche ich denn den? Jetzt fängt's an. Ob ich damit überhaupt alle Felder gespritzt bekommen, das ist natürlich die andere Frage. Alter, hätte ich das gewusst. Hätte ich gestern Abend schon angefangen. Aber nee, ich gestern Abend muss ich ansehen, weißt du? Also ich hätte so oder so keine Zeit gehabt. Das ist halt das. Das ist halt das wieder, dass ich komplett alleine auf dem Hof bin. Einfach keine Zeit für nichts. Ja, es kommen halt auch keine Bewerbungen rein. Ne? Bewerbung kann man einfach mal schicken. Aber es geht halt nichts voran. Ich kriege keine Bewerbungen rein für irgendwelche Mitarbeiter. Und dann renne ich halt meiner Arbeit hinterher.
Ja. Müsste eventuell. Müsste eventuell für die anderen zwei Felder auch reichen. Das Problem ist, ich habe auch keinen Tank für Pflanzenschutzmittel am Hof. Warte mal, das könnte ich doch auch mal abklären. Tatsächlich. Klingelingeling. Hallo, hier ist ein neuer Mann. Jo, Folge hier, Servus. Ja, moin. Du hattest recht, ich habe keinen Pflanzenschutzbehälter am Hof. Also das Lager. Jetzt wollte ich mal fragen, verkaufst du auch IBC-Container? Warum hast du mir das letztes Mal nicht gesagt? Nee, hatte ich ja auch nicht. Da bin ich ehrlich. Habe ich vergessen zu sagen. Was kostet denn da einer? Genau das gleiche wie der normale, aber 1000. Also ohne Steuern natürlich. Aber 1000 pro 1000 Liter. Glaube in so Und ein 1000. IBC 4 2000 glaube ich rein. Ja, das wäre wichtig. Warte, warte, ich kann mal kurz gucken. Das sind 2000 Liter Paletten. 2000. 2000, ja. Heißt 2000 die Palette. Okay. Können Sie mir mal da. Ach so. Was willst du fürs Liefern? Hätte ich vorher sagen sollen, gell? Weil du sowieso da warst. Wäre schlauer gewesen, ja, aber passt schon irgendwie. Was passt? Bei Liefern brauchst du einfach nur ein Huni mehr draufrechnen. Okay. Kann sie mir dann einen an den Hof stellen? Einen? Ja. Ja. Muss das heute noch geschehen oder? Nö, Ende der Woche oder Anfang nächste Woche müsste reichen. Okay, aber ich denke, ich schaffe das sogar noch Ja, diese wobei Woche. doch, ja, heute wäre gut. Ich glaube, den bräuchte ich vielleicht sogar noch. Ja, je nachdem. Okay. Obwohl, warte, ich hast Glück, ich muss sogar noch mal zu dir. Zumindest ich muss zu meiner Brauerei. Ja, halber Passt. Umweg. Danke dir. Jo. Wenn du lieferst, sagst du die Rechnung. Ja, 2200, ne? Gut, schicke ich gleich. Perfekt. Ciao. Ciao. Ich glaube, jetzt hat er die Transportgebühr vergessen. Aber naja. Soll mir recht sein, ne? So. Gut. So, liebe Leute, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder einen Kommentar da. Schaut morgen wieder rein. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.